50 Jahre ist es her, dass mutige Männer auch aus den Reihen der Schützen sich aufgemacht haben, um für die Freiheit dieses Landes zu kämpfen. Und 10 Jahre ist jemand im Amt aus euren Reihen, der alle diese Tugenden für Gott, Volk und Vaterland verinnerlicht und dargestellt hat an der Spitze. Das ist Paul Bacher. Ich habe in den letzten Jahren, seitdem ich Südtirol-Sprecher bin, für meine Fraktion im österreichischen Parlament ihn kennengelernt als eine hervorragende Persönlichkeit. Wir haben uns in den letzten Jahren wirklich angefreundet und er hat mir mit viel Rat und Tat zur Seite gestanden, um die Situation in Südtirol auch immer richtig einzuschätzen, um auch von Österreich hier entsprechende Unterstützung für die Südtiroler hier auch entsprechend und richtig auch gewähren zu können. Lieber Paul, du hast in den letzten 10 Jahren diesen Schützenbund deinen Stempel aufgedrückt. Du hast mit Aktionen bewiesen, dass diese Schützen Moral und Gewissen des Landes sind. Du hast das Thema Autonomie wieder aktiviert und auch dafür gesorgt, dass in Österreich das Thema Südtirol wieder aktuell geworden ist. Du hast mit Kundgebungen in Bozen und in Bruneck die Schützen aufgerüttelt und auch uns in Österreich aufgerüttelt, nämlich dass das Thema der faschistischen Relikte hier in Südtirol eine wirklich noch immer latente Beleidigung der Menschen in diesem Land darstellt und endlich entfernt gehören. Zum Unterschied von meiner Vorrednerin, dasselbe gestattet, bin ich für die komplette Entfernung dieser faschistischen Relikte. Es wäre in Österreich undenkbar, würden hier etwaige faschistische, nationalsozialistische Denkmäler stehen. Wir würden am ersten Tag in ganz Europa angeprangert werden. Das ist die Realität. Und ich bin als Österreicher deshalb verpflichtet, auch für die Entfernung der faschistischen Relikte hier in Südtirol einzutreten. Und wir haben deshalb auch im österreichischen Parlament einen entsprechenden Antrag eingebracht. Und wir werden auch auf EU-Ebene nicht lockerlassen, diese faschistischen Relikte in Italien, hier in Südtirol, wirklich so anzuprangern, wie es sich gehört für einen demokratischen Staat. Danken dafür, was du mit deinen Schützen hier in Südtirol beim Landesfestzug in Innsbruck geleistet hast. Ihr habt es nämlich wirklich geschafft, mit euren couragierten Eintreten, dass dieser Landesfestzug nicht zu einer Folkloreveranstaltung geworden ist, sondern dass die tatsächlichen Anliegen Tirols in ganz wesentlicher Art und Weise auch zum Ausdruck gebracht wurden. Und das hat ganz Europa gesehen. Und dafür seid ihr mein ganz persönlicher Dank hier von dieser Stelle auch noch einmal dargeboten. Und dem neuen Kommandanten, der wahrscheinlich auch hier oben wahrscheinlich irgendwo schon sitzen wird, dem darf ich für die Zukunft danken, für das, was er mir bisher an Unterstützung bereits angedeihen hat lassen. Und für die Zukunft wünsche ich ihm viel Mut, Ausdauer und Gott vertrauen, wir werden es schaffen, wir werden es noch erleben, die Landeseinheit ruft. Glück auf, es lebe Südtirol, es lebe Tirol, es lebe unsere Heimat und Vaterland Österreich.